Zu Gast im Studio Dr. Med. Johannes Greiser, Kinderarzt und gleichzeitig Geschäftsführer der Archina Berg. Ja. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Gern geschehen. Mir ist im Vorfeld aufgefallen, ich habe mir die Homepage schon ein bisschen genauer angeguckt bei der Arche und das beeindruckende Bild der riesigen Giraffe, die dort steht mit dem Motto, ihre Kinder sind für uns die Größten. Wie ist es zu dem Motto gekommen? Es ist ja so, also für Giraffe sind wir gekommen wegen dem Logo. Und für uns sind Kinder die Größten, weil Kinder liegen uns sehr am Herzen und sind unsere Zukunft. Und ich würde sonst sagen, dort wegen Giraffe und wegen der Arche, wie es zu dem gekommen ist. Ja, genau. Und dort ist die Idee, dass die Arche, also die Geschichte aus der Bibel, ist ja wie ein sicherer Ort gewesen, nach wo die Sintflut gekommen ist und so. Und die Idee dahinter ist, dass wirklich Kinder und Jugendliche bei uns einen sicheren Ort haben, wo sie sich wohlfühlen können, wo man es gut mit ihnen meint, wo sie Wertschätzung bekommen, Bestätigung. Und in dem Sinne sind wir noch auf das Motto von dieser Arche gekommen und auf Giraffen. Genau. Also die Kinderarztpraxis als sicherer Ort. Genau. Was unterscheidet jetzt die Arche, wenn Sie das Bild so hochhalten, von anderen Kinderarztpraxen? Ja. Das ist eine gute Frage. Also andere machen das sicher auch sehr gut und meinen es gut mit den Kindern, überhaupt keine Frage. Und wir versuchen, wirklich das Kind ins Zentrum zu stellen. Und was wir auch versuchen, ist wirklich das Kind sehr ganzheitlich zu behandeln. Und das wird von der Bevölkerung auch sehr geschätzt. Weil wir sind ein Team von 6 Kinderärzten und haben aber wie noch ein weiteres Angebot. Also zum Beispiel mit der Psychologin, wir haben 4 Kinderpsychologinnen. Wir haben eine Kinderpsychiaterin, wir haben eine Ernährungsberaterin, wir haben oben im Gebäude Logopädiepraxis, wir haben Physiotherapie, also sehr ganzheitlich, arbeiten auch eng mit dem Spital Albert zusammen. Und das gibt in dem Sinne einen Mehrwert für die Familie und für das Kind, weil es kommt wie alles aus einer Hand. Und das Kind weiss, oder die Eltern, wenn das Kind gesund ist, ist es sowieso gut, es sind sowieso alle zufrieden. Und wenn eben mal etwas ist, dann kann man wirklich beim Kinderarzt, den man auch persönlich kennt, das genauer anschauen und häufig auch abschließend abklären und je nachdem Unterstützung geben. Und so versuchen wir das auch zu leben jeden Tag. Ja. Es ist trotzdem etwas Besonderes, weil es gibt ja sogar 2 Standorte. Das es ist so, genau. In Burgdorf quasi. Seit dem Jahr, genau, es ist in Hasirüegsau im Endeffekt. Ja. Wie kam es dazu, dass man sagt, okay, der Bedarf ist so groß, unser Konzept wollen wir auch in die ländliche Region noch weitertragen? Ja. Oder wie ist das? Ja, das ist eine gute Frage. Also, wir haben ja als Praxis in dem Sinn sehr eine schöne Entwicklung können durchlaufen, weil ich im Jahr 2009 von der Frau Höcker habe ich die Praxis übernommen und es war dann wirklich eine Einzelpraxis mit 2 medizinischen Praxisassistentinnen in Leimeren, so einem Wohnquartier. Und jetzt in diesen 9 Jahren, seit es Praxis gibt, haben wir wirklich uns sehr schön können entwickeln. Und wir haben mittlerweile sind wir insgesamt 22 Mitarbeiter. Und haben durch das Jahr können wachsen und haben auch gemerkt, dass das Konzept, das wir haben, eben das ganzheitlich sehr geschätzt wird. Und haben uns auch Gedanken darüber gemacht, dass eigentlich andere Regionen von dem auch profitieren könnten. Und das war eben so eine Situation, die eigentlich noch recht typisch ist. Dass dort im Emmental eine Kinderärztin ist, 69, die hat einfach keinen Nachfolger gefunden. Weil das eigentlich heute fast niemand mehr alleine machen will. Sondern Arbeit im Team ist das Motto. Und nachher haben wir wieder die Möglichkeit gesehen, mit unserem Know-how, mit unserem Wissen, mit unserem Konzept wieder zu kommen und dort einen Rahmen zu bieten, weil Kinderärztinnen dort vor Ort können so arbeiten, wie wir das eben auch schätzen. Und wo eigentlich die Familie dort auch davon profitieren können. Und das Schöne für uns ist halt einfach auch das, es ist nicht nur für die Kinder schön so, sondern auch für unsere Mitarbeiter. Es ist einfach auch spannend, man lernt voneinander, man ist nicht allein, man kann mal fragen, wenn man unsicher ist. Und von dort her denke ich, Emmental, ist auch froh, dass es das Angebot hat. So. Sie haben eben gesagt, 2009 quasi eingestiegen mit der Idee, das sind fast 10 Jahre. Haben sich die Fragestellungen der Eltern oder auch die Schwierigkeiten, ich will es jetzt nicht gerade als Problem hinstellen, aber der Kinder, die kommen, oder Kinder und Jugendlichen, die kommen, haben die sich verändert? Das ist eine gute Frage. Und es ist so, dass als ich in die Praxis gekommen bin, habe ich festgestellt, dass Kindermedizin im Allgemeinen, wenn man jetzt vielleicht den Zeithorizont 10 Jahre ist, ein bisschen wenig, aber nehmen wir jetzt 30 Jahre zum Beispiel, hat sich sehr verändert. Ja. Also vor 30, 40 Jahren ist es auch viel ums Impfen gegangen, um Behandlung von Infektionskrankheiten und so weiter.
Und es hat sich schon recht verlagert heutzutage, zum Beispiel auf Schulprobleme, auf Kinder aus Scheidungsfamilien, Mobbing zum Beispiel, auf solche Thematiken. Und dort habe ich sehr früh festgestellt, dass man eine moderne Kindermedizin nicht ohne die psychologische Unterstützung machen kann. Und ich habe selber auch eine Ausbildung gemacht in dieser Richtung und habe eben sehr früh, das war 2010, auch schon die erste Kinderpsychologin reingenommen. Und der Bereich ist entsprechend eben auch gewachsen, weil das Bedürfnis eben so gross ist. Und dort arbeiten wir auch sehr vernetzt wirklich mit den Schulen. Also wir gehen auch in die Schulhäuser, also Netzgespräche und so. Und insofern hat sich das eben schon verändert, das muss man sagen. Und ja, dort war einfach unsere Aufgabe, nachher dem auch gerecht zu werden. Weil der Leidensdruck ist ja genauso hoch, wenn ein Kind zum Beispiel in der Schule gemobbt wird. Auch das Kind braucht Unterstützung. Genau. Jetzt gehen wir mal von Anfang an. Kinder, die den normalen Full-Service sozusagen einer Arztpraxis von der U1 bis 12, glaube ich, den liefern sie per se sowieso. Wenn Sie jetzt sagen, wie bereiten sich Eltern mit einem neuen Säugling quasi darauf vor, was gibt es zu beachten? Wie können die ein bisschen den Kinderarzt unterstützen oder sich selber vor diesem Horrorgespenst, oh Gott, ich stehe beim Arzt, mein Kind schreit nur, was soll ich nur machen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde mal so sagen, wichtig beim ersten Kind ist, dass man sich Unterstützung holt. Und da muss ich sagen, gibt es heute schon sehr gute Möglichkeiten. Also schon mal während der Schwangerschaft durch die Hebamme, die schon eine Beratung macht. Und nachher, nach der Geburt, begleiten die Hebamme auch noch. Begleiten. Und wir arbeiten dort auch sehr mit der Mütterberatung zusammen. Was ist mit der großen Frage, Impfen, ja, nein? Sie müssen sich eigentlich neutral halten, aber wie beraten ja, Sie die Eltern? Also, wir empfehlen das schon. Und ich kenne natürlich die ganze Impfdiskussion. Und für mich ist es eigentlich noch interessant, dass ich überhaupt kein Problem mit Eltern, die nicht impfen. Also, das ist wirklich von dem her okay. Und ich sage, die ganze Impfdiskussion kann man ganz einfach zusammenfassen. Es ist etwas gefährlicher, nicht zu impfen, als zu impfen. Weil ich sage immer, Impfen ist ein medizinischer Eingriff, auch mit Risiken. Aber es ist halt einfach so, dass ein schwerer Impfschaden viel, viel seltener ist, als die Krankheit, die man verhindert mit der Impfung. Also ich mache ein Beispiel. Es ist zum Beispiel vor einem Jahr ist in Biel ein 2-jähriges Kind gestorben an einer Hirnhautentzündung. Und zwar mit Meningokokken. Und das kann man heutzutage impfen und vielleicht wäre das Kind nicht gestorben. Und dort haben die Eltern manchmal halt auch so ein bisschen die Vorstellung, ja, heutzutage mit der modernen Medizin und Intensivstationen und so weiter, da kann man immer etwas machen. Aber es gibt auch heute noch Situationen, wo man wirklich mit allen Möglichkeiten, wo das Kind stirbt. Und ein gutes anderes Beispiel ist natürlich auch Masern. Dort ist es so, dass zum Beispiel in Frankreich sind jetzt das letzte Jahr sind 12 Menschen gestorben an Masern. Trotz, also mein Frankreich hat ja ein gutes Gesundheitssystem in dem Sinn. Und insofern ist es halt ein bisschen so, dass man die Krankheiten nicht mehr so kennt und sie darum sehr selten geworden sind. Und trotzdem ist es halt weiterhin sinnvoll, Kind zu impfen. Also Sie halten sich neutral, Sie beraten, decken alle umfangreichen Informationen auf und überlassen es den Eltern also, und gehen dann. Häufig sind die Eltern, die nicht impfen wollen, sowieso sehr gut informiert. Ja. Und ich sehe meine Funktion eine Art wie ein Coach. Also ich gebe vielleicht noch ein paar Inputs, aber wirklich entscheiden und Verantwortung haben die Eltern. Jetzt gehen wir mal eine Stufe weiter. Die Kinder sind ein bisschen älter. Vielleicht die Hemmschwelle auch ein bisschen für Eltern zu kommen, wenn es in der Schule Problematiken gibt, die vielleicht auch mit Lehrschwierigkeiten, Lernschwierigkeiten zu tun haben, Ängste, Traurigkeit, die berühmte ADHS-Diagnostik. Gibt es das wirklich? Waren die Kinder früher anders? Ein weites Feld, das würde jetzt hier zu weit führen. Wie können Sie den Eltern die Hemmschwelle nehmen, in einem Erstgespräch zu Ihnen zu kommen, auch wenn sowas da ist? Also ich würde mal sagen, meine Erfahrung ist, dass die Hemmschwelle relativ tief ist. Häufig ist es noch so, bei solchen Themen, dass das Kind sowieso einen Termin hat, irgendwie zum Impfen oder für eine 6-Jahres-Kontrolle. Und dass eigentlich ganz am Ende die Mutter jetzt zum Beispiel mit so einem Anliegen kommt. Ach, übrigens, so. Und nachher kommen die Themen. Und da versuchen wir einfach wirklich immer ein offenes Ohr zu haben. Und ich versuche wirklich immer am Ende von der Konsultation zu fragen, haben wir noch andere Fragen, haben wir noch andere Anliegen? Weil nicht selten ist es so, dass das der Fall ist. Und ich finde, ein guter Arzt schafft dort wie nochmal Raum am Ende der Konsultation, dass so etwas auch Platz hat.
Und dann kommen genau diese Themen und dann, ja, dann tue ich mir das anhören und dann kann wirklich schauen, was für Unterstützung ist sinnvoll. Also das A und O ist neben dem Klassischen auch das Vertrauen aufzubauen, ja, dass dann was Raum hat zu kommen, wenn es angesagt ist. Das ist sehr wichtig, okay, ja. Das heißt, es braucht viel Zeit. Ja. Nehmt ihr überhaupt noch Patienten an? Ja, das ist auch ein heißes Thema mit dem Kinderärztemangel. Ja. Das ist ja so. Wir wirken dem entgegenwirken, indem wir ausbilden. Mhm. Also wir haben bei uns Ärztinnen, die am Ende sind für eine Ausbildung, kurz vor dem Kinderarzt. Mhm. Und wir wirken ausbilden und unser Wissen auch weitergeben. Und in diesem Sinn sorgen wir eigentlich auch dafür, dass es auch in Zukunft genug Kinderärzte gibt. Mhm. Und jetzt auf unsere Praxis im Speziellen bezogen ist es so, dass wir wirklich ein Einzugsgebiet haben und gewisse Kriterien, die wir erfüllt sind, dass das Kind wirklich zu uns kommen kann. Mhm. Also ich mache jetzt ein Beispiel, wenn das Kind zum Beispiel in Zorbund geboren wird und das wird zu uns kommen, dann müssen wir eine Absage machen, weil wir sagen, ja, die können auf Bio zum Kinderarzt. Wir haben wirklich so ein definiertes Gebiet, aber da sind die meisten Seeländergemeinden sind da dabei. Mhm. Genau. Und das ist uns auch ein Anliegen, weil, sage jetzt mal, als Landkinderarzt, ja, ist man auch Grundversorger. Und es darf ja nicht sein, dass zum Beispiel, sage jetzt in Bargen ein Kind auf die Welt kommt und die Leute zur Berg an und wir sagen, ihr könnt nicht zu uns kommen. Das darf nicht passieren. Ja, genau. Ja. Bei größeren Kindern, die Fragestellung ändert sich ja. Wir haben so definitiv die Problematik ein bisschen gestreift, aber es gibt so Sachen wie, wann muss ich mir Sorgen machen wegen Übergewicht, was ja ganz oft thematisiert wird. Die meisten Erstklässler können nicht mal mehr einen richtigen Purzel bauen, weil schon irgendwie was im Busch ist. Auf dem Land nicht so schlimm wie in der Stadt, zum aber Glück. Das ist schon auch ein Thema. Ja. Wie beraten Sie da? Es gibt auch eine Ernährungsberaterin, glaube ich. Ja, genau. Also wir haben eine Ernährungsberaterin, die auch nachher noch ein Interview geben wird. Und ich sehe es natürlich häufig. Und es ist ja so, dass schweizweit sind 20% der Kinder sind übergewichtig. Und von mir aus gesehen, von meiner Erfahrung her, ist es hier, wie wir leben, auf dem Land häufig nicht das Problem von der Bewegung. Mhm. Also unsere Kinder sind draußen, die spielen und so. Sondern es ist das Problem von der Ernährung. Und von mir aus gesehen, aber das würde ich jetzt auch relativ weit führen, ist dort der Zucker. Macht recht viel aus. Es gibt ja extrem viele Fertigprodukte. Wahrscheinlich der versteckte in den Getränken. Ja, Zucker halt drin. Und auch in den Getränken und so weiter. Und das führt letztendlich auch zum Übergewicht. Und letztendlich macht es Menge aus. So. Mhm. Und dort haben wir aber schon auch ein Konzept, wo wir noch eine, ja, vom medizinischen her mal schauen, dass das Kind nicht irgendeine hormonelle Störung hat. Und nachher sicher auch mit der Ernährungsberatung. Mhm. Stichwort Sehschwäche. Man kann sehr früh, glaube ich, schon was tun, genau, was die Eltern meistens gar nicht wissen. Das ist auch sehr ein wichtiges Thema und gibt mir Gelegenheit, zu sagen, dass wir halt auch sehr präventiv arbeiten. Also wir sehen ja viele Kinder, die sind gar nicht krank, die sind gesund. Und unsere Aufgabe ist eben Prävention. Oder? Das ist ein Gesundheitsproblem. Wenn man die eben frühzeitig erkennt, kann man etwas machen. Ja. Und wenn man es später erkennt, eben nicht mehr. Und die Sehentwicklung ist ein sehr gutes Beispiel. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein 1-jähriges Kind habt, wo sehr schwach ist auf einem Auge, das seht ihr dem nicht an. Mhm. Und dort haben wir so einen Infrarotkameratest, wo man es eben frühzeitig sehen kann und eben dann entsprechend noch behandeln. Genau. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier gerade einflechte, wegen der elektronischen Medien. Ich weiß nicht, ob die Frage noch kommen wird. Genau, wahrscheinlich, oder? Mit dem habe ich gerechnet. Genau. Genau, weil das ist auch ein Riesenthema und wirklich zum Teil eine Schwierigkeit. Es gibt wirklich Kinder und Jugendliche, die wie süchtig sind so, und dort einen schwierigen Umgang haben. Und ich kann mir sagen, vom gesundheitlichen her, vom medizinischen her, gibt es eine Epidemie der Kurzsichtigen. Ja. Und zum Generation Beispiel Maulwurf ist es so, genau, Generation Maulwurf, also in China gibt es Regionen, wo 90% der Kinder kurzsichtig sind. Und zwar nicht nur aus genetischen Gründen, sondern wirklich, weil sie irgendwie im dunklen Zimmer das Handy so nah vor den Augen haben. Und es ist wirklich mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass eben zu nahes Betrachten eben vom Handy und insbesondere zu wenig Tageslicht dazu führt, dass wirklich das Auge sich nicht richtig entwickeln kann und die Person nachher kurzsichtig wird. Und das kann sogar im Erwachsenenalter, wenn es sehr ausgeprägt ist, zu weiteren Komplikationen führen, wie zum Beispiel Netzhautablösung. Und in dem Sinn tun wir dort schon aktiv Kinder beraten, was den Umgang mit Medien anbelangt. Ja. Jetzt sind Sie nicht nur als Facharzt sehr kompetent, sondern auch als Vater von 4 Buben, die auch in die Pubertätsphase eingetreten sind. Sie können dann immer auch die Beratung aus der Elternsicht im Grunde genommen mit anschließen. Ja.
Das hilft Ihnen das? Wenn ich würde Sie... schon sagen. Also das tue ich auch, wenn ich mich zum Beispiel vorstelle, wenn jemand eine neue Praxis kommt oder so, tue ich mich auch so vorstellen, dass ich verheiratet bin und 4 Söhne habe. Und der kleinste ist 10, und dann sind es 13, 15 und 17. Und das schafft wie dann auch so eine Nähe zu den Eltern, wo sie wie auch merken, ja, der hat auch die Erziehungsschwierigkeiten, die haben auch. Und von dem her kann ich manchmal wirklich auch aus Erfahrung als Vater reden. Das ist so. Der Arbeitstag ist lang, Sie entspannen selber mit Abschalten, teilweise mit Bassgitarre spielen, habe ich gelesen. Ja. Kommen Sie überhaupt noch dazu? Ja, das ist schon so. Also das Schöne ist auch das, dass wir eben so eine Gruppenpraxis sind. Ja. Und ich sehe am Montag, Mittwoch, Freitag sehe ich wirklich Patienten und bin dort an der Front, sage ich mal. Und Dienstag, Donnerstag habe ich wirklich die Möglichkeit, auch ja, zum Teil für Freizeit oder eben Geschäftsführung. Und dort ja, suche ich den Ausgleich bei der Familie, aber auch in der Musik. Also ich spiele Bass, E-Bass und ja, spiele in einer Band und es gibt mir natürlich recht einen guten Ausgleich. Als Abschluss noch, ich habe selber 3 Kinder und von ausgeschlagenen Zähnen bis irgendeinen kleinen Gegenstand in irgendeiner Körperöffnung macht man als Eltern viel mit. Ist Ihnen in der langen Praxiszeit irgendein Kuriosum noch in Erinnerung, wo Sie sagen, das war mal ein Fall, den werde ich so schnell nicht vergessen oder da habe ich Tränen gelacht oder es war wirklich was Bleibendes, was mir in Erinnerung geblieben ist? Eher in der schönen Seite. Ja, Sie sehen sich auch viel Schlimmes. Aber so im Positiven. Ja, ja, also ich habe natürlich sehr viel erlebt von dort her. Und für mich ist etwas vom Schönsten, wenn eine Familie durch eine ganz schwierige Zeit geht. Mhm. Weil zum Beispiel eben ein Kind gemobbt wird in der Schule, da leidet die ganze Familie mit. Oder zum Beispiel, wenn jetzt auch ein Kind, ich bin auch ADHS-Spezialist, oder wirklich vom Verhalten her so impulsiv ist und Mühe hat, seine Gefühle unter Kontrolle zu haben, ein schwieriges Sozialverhalten hat in der Schule, Konzentrationsprobleme, Schulleistungen sinken, so in dieser Negativspirale ist. Und jetzt, um wie zu merken, als Kinderarzt, sage ich mal, nach 3 bis 6 Monaten, wirklich Unterstützung können geben, dass die Familie aufschnaufen, dass es dem Kind besser geht. Und dass sie wirklich wieder Licht sehen. Das ist ja, sehr schön, wenn man dort seinen Teil dazu beitragen kann. So. Vielen herzlichen Dank. Wir hätten noch lange über den einen oder anderen Punkt reden können, aber der Überblick hat gelangt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich wünsche weiterhin alles Gute für die Arche und für alle Kollegen im Team. Merci und schönen Tag noch. Merci. Ade. Dann kommt noch das Geschenk. Merci vielmals. Genau.